Rund um den Brustring. Der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildemann. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß bei Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist Folge 144 unseres Podcasts. Und Yannick, wir können zum ersten Mal seit Mitte Dezember wieder über einen Sieg sprechen. Und zwar reden wir über das 3:2 des VfB gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag, das Topspiel des 25. Spieltages, wenn man das so bezeichnen will. Und wir haben uns natürlich dazu auch wieder zwei Gäste eingeladen. Zunächst zu unserem Gast vom, ich weiß nicht, ob er vom Niederrhein ist, auf jeden Fall ist er Fan der Mannschaft der Elf vom Niederrhein. Ilja bei Twitter zu finden unter @ibenisch. Hallo Ilja. Hi, nee, nicht vom Niederrhein, quasi gebürtiger Berliner. Ah ja. Und unser zweiter Gast, über deine Fanbiografie reden wir ja gleich noch. Und unser zweiter Gast ist wie immer VfB-Fan. Er heißt Jonas und ist bei Twitter zu finden unter l_jonas1. Hallo Jonas. Hallo, freut mich, da auch dabei zu sein. Genau, und weil wir es erfahren wollen, wie der Ilja in Berlin Gladbach-Fan geworden ist, spiele ich eine scharfe Flanke von der Grundlinie in den Rückraum zu Yannick. Und Yannick, ich bitte dich darum, verwerte die Vorlage und unsere beiden Gäste vor. Wie ihr ja schon alle wisst, bin ich der absolute begnadete Fußballgott. Nein, Spaß beiseite, schönen guten Abend auch von mir nochmal in die Runde. Und Ilja, erzähl uns doch mal, wie bist du als gebürtiger Berliner zur Fohlenelf gekommen? In Berlin wird ja meines Wissens nach auch Fußball gespielt. Da gibt's ja auch den einen oder anderen Verein. Ja, also das ist es ist irgendwie, hat mit meiner ungünstigen Geburt zu tun. Ich bin ein bisschen älter, 1980 geboren und dann auch noch in einem Land, was es heute nicht mehr gibt, in der Deutschen Demokratischen Republik. Und als ich so langsam anfing, mich für Fußball zu interessieren, so mit 8, 9, war ich Fan von Dynamo Dresden und habe immer erst Sport im Osten geguckt, wo die DDR-Liga gezeigt wurde und dann die Sportschau. Und als dann die Wende kam und ich auch an der Mauer mitgewerkelt habe, habe ich beschlossen, dass das nicht die Zukunft sein kann, auf Leute wie Hans-Uwe Pilz oder Thorsten Gütschow zu setzen. Und Hertha BSC, mein Verein hier vor Ort, spielte damals vor 2000 Leuten in der zweiten Liga in einem völlig brüchigen Olympiastadion. Deswegen kurze Abfahrt genommen. Ich fand irgendwie Gladbach und Köln cool, habe erst viel später begriffen, dass das nicht geht. Und den Ausschlag gegeben hat tatsächlich ein Spieler namens Hans-Jörg Kriens. Für viele, die es nicht wissen, das ist der beste Spieler aller Zeiten und vor allem der schönste Spieler aller Zeiten. In den habe ich mich verliebt und ich dachte, wenn alle Westdeutschen so sind wie Hans-Jörg Kriens, dann wird die Zukunft eine wunderbare werden. Und ich muss sagen, was ich ja wirklich glaube, man verliebt sich in einen Verein, heißt es ja immer irgendwie, ohne dass man es richtig kann. Ich glaube, tatsächlich ist es so, entweder wird man qua regionaler Nähe dazu gebracht oder von seiner Familie oder man ist eben doch Erfolgsfan. Also bei mir war es so, ich fand Gladbach dann ganz cool, so 90, 91 und mit dem Pokalsieg 95 war es dann so richtig für mich geschehen. Insofern kann man schon sagen, dass ich auch ein bisschen Erfolgsfan bin. Ja, Ilja, erzähl uns doch mal das erste Spiel der Fohlenelf im Stadion. Wie, wo, wann hast du das erlebt? Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das nicht so parat habe, wie man das parat haben sollte als Fan. Ich habe überlegen müssen, ich weiß nur ganz genau, dass mein erstes Auswärtsspiel mit Hans Meyer war, als der frisch übernommen hatte, 1999 auf St. Pauli 2:0 Erfolg. Das war sein zweites Spiel und es war meine erste Auswärtsfahrt und es war sehr wild, weil ausgerechnet auf St. Pauli mit den Spreeborussen, und das sind keine Jungs von Traurigkeit, möchte ich meinen, da sind da, also ich als unbeleckter Student habe da Sachen gehört hinterher, das huiuiui. Und ich glaube, ich war kurz vorher mal am Bökelberg bei einem Spiel gegen Hansa Rostock, aber so genau, das ist die Erinnerung, im Alter lässt das so ein bisschen nach, aber so ungefähr am Dreh 98, 99 war das. Mit dem legendären Hans Meyer, da hast du ja gleich alles mitgenommen, Millern-Tor-Atmosphäre, das alte Millern-Tor noch erlebt. Richtig. Junger Mann, gehen Sie davon aus, so war's. Ja, wunderbar. Das erste Trikot der Borussia, oder bist du überhaupt jemand, der Trikots trägt? Nee, mittlerweile, weil es meine Größe nicht mehr gibt, aber damals war das die Bilinea-Zeit, das war diese Pokalsiegermannschaft 95, da habe ich dann eins gehabt mit der 10, die hat dann kurz darauf Toni Polster übernommen und dann habe ich es, glaube ich, in den Schrank geworfen und nie wieder getragen. Toni Polster, ja. Freunde, die Köln-Legende.
machen wir ein bisschen Bundesliga-Geschichte hier. Sehr schön. Ja, dein Platz im Stadion oder wo findet man dich bei Spielen der Borussia aus Mönchengladbach? Ja, weil ich halt in Berlin wohne, auch immer noch, obwohl es mich zwischendurch mal irgendwie durch die Republik geschleudert hat, bin ich halt super selten bei Heimspielen, ehrlich gesagt. Ich versuche einmal im Jahr gerade mal zu einem Heimspiel zu kommen. Ansonsten hatten wir hier so einen Fanclub in Berlin, Block B heißt der, mit dem habe ich eine ganze Zeit lang immer jede Menge Auswärtsspiele mitgemacht und dann ist ehrlich gesagt ist beruflich mir dazwischen gekommen, dass ich gar nicht so die Chance hatte, immer Gladbach zu gucken live im Stadion. Deswegen Platz im Stadion, wenn dann im Auswärtsblock. Okay, dann nimmst du quasi die Stadien quer durch die Republik alle mit. Sehr so gut. Sehr gut. Warst du dann auch in Stuttgart am Samstag? Nee, weil ich bin frischer Papa und da kriegt man keinen Ausgang. Dann noch herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Das ist natürlich ein triftiger Grund. Da muss man da. Zu Hause. Und ich muss mal sagen, angesichts des Spiels und dessen, was dann im Auswärtsblock nachher passiert ist, war das auch eine gute Entscheidung. Definitiv. Ja. Da werden wir sicherlich nachher noch drüber sprechen im Laufe der Sendung. Ja, vielen Dank, Ilja, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in deine persönliche Fangeschichte. Und ja, der Jonas, der konnte jetzt ein bisschen zuhören, weil der kriegt jetzt ja die gleichen Fragen natürlich gestellt. Jonas, wie ist die Liebe zum Brustring bei dir entstanden? Ja, bei mir war das eigentlich ziemlich klassisch über die Familie. Ja klar, Papa halt auch VfB-Fan oder sagen wir mal eher Sympathisant. Also das Umfeld, wie hier im Schwäbischen halt so ist, also sympathisiert man halt zum VfB. Und ja, ich bin halt damit groß geworden. Und dann in der Sportschau, die ich sage immer VfB, ich war halt begeistert, dass das kam. Und ja, so hat die Liebe angefangen und hat bis heute Bestand, ja. Kennen wir alle, ja. Aber die klassische Geschichte quasi mit der Muttermilch so ein bisschen aufgesogen, hier aufgewachsen. Das erste Spiel vom VfB im Stadion. Ja, das ist auch eine schwierige Sache. Also da kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern. Ich glaube, es war ein Testspiel, wo mich da mein Vater das erste Mal mitgenommen hat. Aber das ist schon, da war ich vielleicht 4, 5 Jahre alt. Also ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern, leider. Vielleicht ein Spiel, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du im Stadion warst. Das war damals in der Saison 17-18, da hatte ich auch eine Dauerkarte. Das war das Heimspiel, wo wir 2-1 gegen Dortmund gewonnen haben. Da hat der Prekalo noch 2-1 gemacht. Das war gerade mit 15, 16 waren wir da, glaube ich, ein paar Kumpels Dauerkarte. Das war dann schon echt ein Event damals. Ein Erlebnis. Freitagabendspiel, Flutlicht, ich erinnere mich. Slapstick-Einlage von Birki. Ja. Akolo war es, oder? Ja, Akolo hat nach der Slapstick-Einlage von Birki und Marc Batra war es, glaube ich, damals. Ja. Hat er dann das 1-0 gemacht und Prekalo hat dann das 2. Ja. gemacht. Zwischenzeitlich hat dann Dortmund ausgeglichen. Ja, schickes Spiel in dem tollen Stadttrikot, was es damals gab, wo heute für viel Geld auf eBay immer noch zu finden ist. Ja. Stichwort Trikot. Das erste Trikot von dir, Jonas. Welches war das denn? Das war damals der Kakao. Nummer 18 war es, glaube ich, damals. Ne? Ja, also das war ein Geburtstagsgeschenk damals und ich weiß noch ganz genau, meine Mutter hat mir erzählt, also mein Opa hat mir das geschenkt und der hat gefragt, Hittelsberg oder Kakao und dann hat sie gesagt, ja, der Jonas, der mag den Kakao-Club lieber und dann so ist der Kakao geworden. Ja, aber es beides zwei sympathische VfB-Spieler, definitiv Ex-VfB-Spieler, ehemalige. Ja, und dann noch zum Schluss, du hast es ja gerade so ein bisschen erwähnt mit Dauerkarte, wo findet man dich denn jetzt im Neckarstadion oder unter normalen Bedingungen, so muss man es ja heutzutage fragen. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt keinen festen Platz, also ich habe mich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen rumprobiert, muss ich sagen, aber die Dauerkarte war damals im Block 47, also es ist dann praktisch Richtung Kärcher-Tribüne, aber gehört noch zur Kanzler Kurve. Und ja, sonst auch oft in der Kurve gewesen auch, aber auch mal Gegentribüne, also Kärcher-Tribüne, auch mal unter Türkheimer Kurve, also ja. Alles mal ausgetestet quasi. Sehr schön. Ja, auch vielen Dank an dich, Jonas, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in deine persönliche Geschichte. Und wenn ihr auch zu Gast sein wollt, so wie Jonas und Ilja heute Abend und mit uns ein bisschen plaudern möchtet, dann meldet euch. Wir haben noch ein paar Kapazitäten für die Rückrunde. Es sind ja nicht mehr so viele Spiele. Und ja, nehmt mit uns Kontakt auf über die bekannten
sozialen Medien, Instagram, Twitter, Facebook, schreibt uns an und dann planen wir euch mit ein. Ja, Lennart, dann mache ich jetzt mal einen schönen Pass in den Rückraum, so wie Borna Sosa. Tanke mich an der Grundlinie durch und übergebe an dich und wir steigen ins Spiel ein. Genau, genau. Und wir werden jetzt auch gleich konkreter. Gucken wir erstmal kurz auf die Aufstellung vom VfB. Borna Sosa war zurück in der Viererkette, nachdem er gegen Hoffenheim ausgefallen war. Bei Orel Mangala hat es nicht für die Startelf gereicht, der war auf der Bank. Dafür spielte der VfB, für mich fand ich überraschend, mit 4 offensiven Spielern, nämlich mit Führich, Tomas, Marmusch und Kalajdzic. Ich hätte zumindest einen von denen auf der Bank erwartet. Yannick, wie ging es dir? Ja, tatsächlich ging es mir auch so, weil ich beim einen oder anderen, gerade bei Führich, war ich mir nicht sicher, ob er es wirklich auch durchhält. Er hat ja dann auch, so viel können wir ja vorwegnehmen, 90 Minuten durchgespielt. Da war es ja auch nicht ganz sicher. Ansonsten, klar, Mangala auf der Bank, das hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet gehabt. Was mich dann tatsächlich in der Grundausrichtung überrascht hat, dass es dann so ein 4-3-3 war. Mhm. Nachher im Spiel hat sich das natürlich dann immer wieder verändert, so wie man es auch von Pellegrino Matarazzo kennt oder auch allgemein im Fußball heutzutage. Da wird sich dann schon natürlich auch angepasst, aber war schon ganz schick. Also ich bin ein großer Fan des 4-3-3-Systems und ja, fand ich mal ganz nett, das auch bei meinem Verein zu sehen. Und ja, Kalajdzic war ich auch mal gespannt, hat für mich aber durchaus auch Sinn gemacht, weil man gerade gegen so eine Mannschaft wie Gladbach dann auch eine offensive Durchschlagskraft benötigt. Und es hat sich ja dann auch am Ende ausgezahlt. Ja, das stimmt. Ja, wenn wir direkt ins Spiel reingehen, VfB fand ich direkt sehr zielstrebig. Es gab auch gleich in der zweiten Minute eine Strafraumsituation, oder kurz vorm Strafraum war es, glaube ich, Ginter gegen Marmusch. Ich nehme direkt mal den Ilja rein, war kein Foul, oder? Also ich habe es zumindest, ich fand, also ist natürlich, ich kann mir die Antwort fast denken, aber auch aus VfB Sicht würde ich sagen, ja, kein Foul, weil das hat natürlich, Twitter hat natürlich aufgeschrieben und das Stadion wahrscheinlich auch, das kann mir der Janik wahrscheinlich gleich sagen. Nee, kein Foul. Weggerutscht, sagt man. Janik, wie siehst du das? Also, sorry. Ja, also, nachdem ich die Szene dann auch im Fernsehen gesehen habe, ja, bin ich da bei Ilja ein bisschen abgerutscht. Ich wollte also, nicht der Rede wert im Stadion, das wissen wir, glaube ich, alle. Wenn du in der Kurve stehst, klar, dann schreist du mal auf. Vor allem, wenn du natürlich in so einer prekären Situation bist wie der VfB und auch Borussia Mönchengladbach, da, das muss ich vielleicht auch nochmal vorwegnehmen, dass da schon eine gewisse Spannung auch von Anfang an in der Luft war. Das hat man gemerkt, dass da zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, ja, die so ein bisschen den Blick in Richtung Abgrund haben. Der VfB vielleicht ein bisschen mehr wie Mönchengladbach, aber das hat man schon gemerkt. Und da wurde natürlich jede Nicklichkeit so ein bisschen emotional auf die Goldwaage gelegt. Mhm. Ich wollte ja auch nicht das Wort abschneiden. Hast du nicht. Aber ich will, das ist ein guter Punkt, den ich gleich mal lobend erwähnen wollte für euch Stuttgarter. Ich verfolge euch ja jetzt nicht jede Woche so intensiv, sondern guckt dann, wenn, in der Regel irgendwie auch nur die Zusammenfassung. Ich fand aber, dass dafür, dass ihr so beschissen dasteht, eine relative Ruhe in der Mannschaft zu sehen war. Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch zittrig oder so. Hm. Da habe ich von anderen Mannschaften ganz andere Auftritte gesehen und ihr könnt mich auch gerne Lügen strafen, aber meines Wissens hat ja Stuttgart auch nie so eine richtige Klatsche bekommen. Ne? Also Gladbach hat ja ein paar, gut, Bayern, das ist außer Konkurrenz, aber ansonsten habe ich so den Eindruck, ist es halt immer wieder knapp und immer wieder unglücklich und blöde einzelne Dinge, die dann gegen den VfB gelaufen sind und finde es beeindruckend, dass die Mannschaft dann so gefestigt irgendwie agiert hat. Ich fand das irgendwie, wirkt jetzt auf mich nicht wahnsinnig verunsichert. Ja, das hat mich auch überrascht, gerade nach den ekligen beiden letzten Spielen, wo du ja wirklich zwar keine Klatsche bekommen hast, aber sozusagen den Nackenklatscher kurz vor Schluss, war ich auch erstaunt, wie gesammelt die, oder wie sehr die ihre Nerven beisammen hatten doch. VfB hat auch mit vielen langen Bällen gespielt, das machen wir schon die ganze Zeit, nur denn normalerweise landen die Bälle dann viel zu weit vorne, sodass die niemand verwerten kann. Aber diesmal fand ich, haben wir es gut gemacht, Jonas, oder? Mit den langen Bällen, die so ein bisschen zwischen den Ketten landeten und dann häufig auch bei Sascha Kalajdzic. Ja, ich fand, die waren echt gut. Also auch dieser erste Ball da von Ito auf Sosa, also ist echt gut gefallen. Klar, wenn du so einen Zielspieler wie ein Kalajdzic vorne drin hast, hast du mit 2 Metern, dass du den da anspielen musst, das ist natürlich auch klar. Ja.
Gladbach, Ilja, fand ich zu Beginn ziemlich passiv, also überraschend passiv, dafür, dass die ja auch ein paar passable Offensivspieler haben. Hast du es so erwartet, dass die so passiv in das Spiel reingehen oder so abwarten? Nee, sagen wir mal? Ihr habt mich ja gebeten, für die Vorbericht irgendwie zwei, drei Prognosen abzugeben, wie Gladbach zu erwarten ist. Und da habe ich euch noch gesagt, auf jeden Fall wird Adi Hütter wieder an seiner Dreierkette festhalten, weil an der er einfach nie Belungentreue schwört. Und am Ende kam alles anders. Er spielt mit Viererkette und anstatt wie sonst immer in der Saison super hoch anzulaufen und irgendwie den Gegner einschnüren zu wollen, haben sie sich ja bis zur Mittellinie zurückfallen lassen und dann ja fast auch eher zaghaft angegriffen. Also es war irgendwie alles anders, es war der Plan und eigentlich hat er ja auch ganz gut funktioniert, muss man sagen, bis zum 2-0 dann, aber naja. Da greife ich vor. Also ich habe sie nicht so erwartet, aber es war offensichtlich der Plan. Ja, das ging ja dann Schlag auf Schlag. Sosa, den guten Ball von Ito, Jonas, den hast du gerade schon angesprochen in der 10. Minute. Führig hatte in der 8. Minute noch einen Schuss, der war aber recht harmlos. Und dann taucht Thiago Tomasch vor Jan Sommer auf und scheitert aber an ihm. Ilja, du hast gerade schon gesagt, ich nehme mich gerade nochmal mit rein, du hast gerade schon gesagt, die Borussia eigentlich sehr defensiv, aber trotzdem dann doch relativ konteranfällig irgendwie, oder? Ist das ein generelles Problem bei euch mit den Kontern? Ja, gut, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ehrlich gesagt ist momentan einfach alles ein Problem. Insofern, ja, auch Konter sind ein Problem. Oder wie Chris Kramer es nach dem Spiel gesagt hat, wer jetzt sagt, dass wir Grüppchenbildung haben, wer jetzt sagt, dass wir hier und da Probleme haben, dann muss ich sagen, alle haben recht, weil es einfach beschissen läuft. Aber ja, also die Restverteidigung ist super oft super schlecht. Ja. Und ich schiebe das 1-0 noch ein bisschen raus. Yannick, offensiv hat mich das ein bisschen an letzte Saison erinnert, was der VfB ja gerade am Anfang gespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Schnell nach vorne, schnell auch versucht, in die Aktion reinzukommen mit Dynamik, mit Durchsetzungsvermögen. Man muss jetzt, glaube ich, auch zur Verteidigung von Tomasch sagen, steht der Jan Sommer im Tor. Natürlich einer der besten Keeper, würde ich mal behaupten, in der Bundesliga. Das trotz 1,83 Meter Körpergröße, damit wir auch mal diesen Punkt so ein bisschen rausnehmen, was die Größe bei Torhütern anbelangt. Also Jan Sommer beweist da wirklich Spieltag für Spieltag, dass es auch als kleiner Torwart in Anführungsstrichen ganz gut geht, auch in der Nationalmannschaft. Ja, und der Winkel war natürlich etwas spitz, aber es war eine schöne herausgespielte Aktion, schnell nach vorne, den Ball gut angenommen. Mit seinen Stärken, ich glaube, in der Szene sieht man auch wieder, was Thiago Tomasch einfach ausmacht und was eben noch so ein bisschen seine Schwäche ist. Und das hat man ja auch im Vorfeld, wenn man sich den einen oder anderen Scouting-Bericht durchgelesen hat, gewusst, dass er noch am Abschluss so ein bisschen seine Probleme hat. Haben wir dann auch in einer weiteren Szene in dem Spiel gesehen. Aber dass er halt eine unfassbare Dynamik hat, Durchsetzungsvermögen und eine tolle Technik auch am Ball. Ja, naja. Gut, dann können wir uns nicht länger aufschieben. Plötzlich stand es 1-0 für die Borussia. Plea und Neuhaus spielen einen Doppelpass und Plea vollendet dann rechts unten ins Eck. Was man gesehen hat, dass Ito rausrückt und quasi genau in diese Doppelpassfalle reinläuft, weil in seinem Rücken läuft dann Plea durch. Mavropanos kann ihn nicht mehr stoppen und macht ihn dann rein. Wie überrascht warst du, Ilja, dass die Borussia plötzlich in Führung lag? Ja, also individuell klappt dann immer mal was. Das ist jetzt selten Zusammenspiel und es ist irgendwie an allen Ecken und Enden, da gibt es Probleme, aber individuell klappt halt immer noch was. Das ist ja ein sehr, sehr guter Kader mit sehr, sehr guten Einzelspielern und auch das habe ich irgendwie bei euch im Vorbericht ja geschrieben, dass Alassane Player für mich alle Anlagen hat zu einem Weltklasse-Stürmer. Er hat sie halt lange Zeit sehr gut versteckt und wurde falsch eingesetzt und war nicht fit und so. Aber dass der dann zusammen mit dem deutschen Nationalspieler Flo Neuhaus eine ganz schöne Aktion machen kann, überrascht mich jetzt nicht so sehr. Ich will noch eine Sache sagen vorab zu euch. Ich habe hier meine Notizen nämlich gerade vor mir. Mir ist aufgefallen, das fand ich gut, das war bei Gladbach auch lange ein Problem in der Saison, dass ihr eine ganz gute Strafraumbesetzung hattet. Also wenn ihr Angriffe gefahren habt, dann von Anfang an tauchten immer relativ viele Weiße im Gladbacher Strafraum auf, wo man immer das Gefühl hatte, okay, wenn da ein Ball durchrutscht, dann wird es auf jeden Fall gefährlich. Das fand ich irgendwie ganz gut und hat mir relativ schnell Angst gemacht, dass ich so dachte, die Strafraumbesetzung ist auf jeden Fall ordentlich. Ja, und bei dem Tor
kann ich noch sagen, es gibt so einen Twitter-Account, der heißt Sascha und schreibt irgendwie für Cavanis Friseur und der macht immer so Torwart-Analysen. Und der schrieb, ärgerlich für Flo Müller, ich zitiere das mal, weil er noch dran war, er setzt den linken Fuß richtigerweise nicht auf den Boden, sondern zieht ihn weg, um schneller zum Boden zu kommen. Richtige Technik, allerdings wirkte es so, als hätte er sich zu spät dafür entschieden. Weil ich mir auch dachte, bei dem Abschluss von Player kann man den halten, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Torwartspiel. Aber was ich mir gemerkt habe, ist, wenn Oliver Kahn sagte, wenn er dran ist, dann gibt es auch immer eine Chance, ihn abzuwehren. Aber irgendwie scheint mir, das war gar nicht so einfach in dem Fall. Insofern, schöne Einzelaktion. Man kann nicht immer alles gut verteidigen. Haben sie gut gemacht. Ja. Ja. Ja, wobei, also, ach so, ein Einwand noch. Ja. Ich habe mich ja erinnert an das Hinspiel, wo ihr 0-0 ermauert habt in Gladbach und das eben auch gut gemacht habt, weil er die Mitte so zugemacht hat. Ich fand, die Mitte habt ihr irgendwie sträflich offen gelassen in diesem Spiel, zumindest anfangs. Und wo kam ja auch das Tor dann irgendwie? Ja, das ist, ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass Mangala diesmal fehlte und ja. Du nur Karasor und Endo hattest. Endo war sehr viel offensiv unterwegs. Karasor ist ein solider Spieler, aber hat mit Gegenspielern einer gewissen Güteklasse so seine Probleme, sagen wir es mal so. und ja, du hast viele interessante Aspekte angesprochen. Den Tweet vom Sascha, den habe ich auch gesehen. Das fand ich auch interessant. Vielleicht können wir direkt mal Yannick Jonas habe ich lange nicht mehr gesprochen. Jonas. Müller, also ich habe es mir angeschaut, dachte, ja gut, da kann er nichts machen. Die Analyse ist ganz interessant, weil Entscheidungsfindung ja auch so ein Thema bei Flo Müller ist. Der entscheidet sich zwar was, aber manchmal zu spät. Nicht nur bei so Dingern, sondern auch bei hohen Bällen. Wie hast du die Szene gesehen? Wo lag da bei dir der Hauptfehler für den Gegentreffer? Oder war es einfach nur die gute Gladbacher Qualität? Ja, zunächst mal muss man echt sagen, also war ja gut rausgespielt. Also das kann man ja nicht leugnen, war gut gemacht. Ich habe es mir vorher nochmal angeschaut. Irgendwie Karasor im Zentrum hätte sich vielleicht ein bisschen mehr zu Player orientieren müssen oder zu Thüram, ich weiß nicht, also der, wo den Pass gespielt hat. Weil dann hätte gar nicht Ito rausdrücken müssen, dann wäre es gar nicht zu diesem Raum da gekommen. Ja, Mafropanus war dann halt so, ich sag ich mal, am Ende der Fehlerkette zu weit weg dann vielleicht, aber ja, war dann vielleicht so ein Mix aus falscher Stellung und aber auch aus der individuellen Klasse von Gladbach. Und ich denke, an einem guten Tag hat er den Müller. Ich meine, das vielleicht passt es gerade so ein bisschen zu seiner Situation oder allgemein zum VfB. Aber wie gesagt, es ist ja noch ein Aufsetzer gewesen, nasser Rasen. Und ich denke, da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen an dem Gegentor. Ja, also das ist ja die Sache. Das war die auch die letzten Spiele immer gegen Gladbach schon so. Du wusstest, okay, vielleicht haben die gerade irgendwie eine schlechte Phase im Spiel, aber du hast halt immer so jemanden wie halt Thüram, der letzte Male meistens gefehlt hat gegen uns, oder Player. Das ist so wie gegen Frankfurt, da weißt du, im Zweifelsfall trifft halt der Kostic doch irgendwann gegen dich. Und dementsprechend, ja, ärgerlich, aber ja, wie er schon sagt, also auch klar, du kannst jedes Tor irgendwie verhindern, aber das war schon schwer, und weil es lag auch einfach an der individuellen Qualität. Was mir dann ganz gut gefallen ist, dass der VfB relativ unbeeindruckt war von diesem Rückstand. Ich meine, wir haben uns ja schon an Rückstände gewöhnt in dieser Saison. Weiter relativ hoch angelaufen, ohne da wirklich Gefahr zu erzeugen. Und Gladbach hat sich wieder zurückgezogen. Ja, nachvollziehbar, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die Führung und jetzt machen wir so weiter wie vorher? Oder hättest du dir gewünscht, dass sie da ein bisschen offensiver agieren? Ja, nee, Katastrophe. Also das ist so eine Gladbach-typische Bresigkeit, die dann irgendwie, wenn sie dann so eine Führung haben, denken, jetzt kriegen sie alles mit Spielkontrolle hin. Die haben ja eine Phase gehabt, wo sie versucht haben, den Ball laufen zu lassen. Und wenn man ganz ehrlich ist, jetzt ist ja immer, Fußball ist ja irgendwie in Gedanken Konjunktivspiel. Die gehen ja dann 2-0 in Führung und ich habe mir ja auch notiert hier, das Stadion ist komplett ruhig geworden dann irgendwann, war mein Eindruck. Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal aber sagen, wie es sich im Stadion selbst angefühlt hat, aber ich hatte den Eindruck, da kam auch irgendwie nichts, da war die Luft erstmal raus. Und ja, klar, hinterher sagt man jetzt, haben sie zu passiv, wollten sie verwalten, sind zu passiv angegangen, nicht gut gemacht, aber de facto gehen sie dann ja 2-0 in Führung. Insofern kann man auch sagen, eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Also das Problem bei Gladbach in diesem Jahr ist, ich gucke jetzt den Scheiß seit 35 Jahren, ne? Fußball, mehr oder weniger. Und ich habe keine Ahnung, was da los ist. Insofern kann ich immer nur sagen, ja, ich weiß auch nicht. Ja, so geht's uns auch die letzten Wochen. Wir hatten eine Chance durch Kalajdzic nach einer Flanke vor Sosa. Und was ich wirklich erstaunlich fand, ist, wie Sosa da seinen Gegenspieler einfach stehen lässt. Also zu Sosa kommen wir ja später nochmal. Super starkes Spiel gemacht, super viel Betrieb auf der linken Seite. Und wer hat geschrieben, der Sosa
Und wer wäre noch, ich weiß nicht, wer noch mit reingenommen in den Tweet, irgendwie fährt mehr Karussell mit Scully als ein Vater beim, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall irgendwie ein alleinerziehender Vater oder sowas. Oder ein Vater, wenn er mit seinen Kindern auf die Kirmes geht oder sowas. Naja, auf jeden Fall starke Szene von Sosa. VfB weiter offensiv. Kommt aber nicht so richtig durch. Und auch die Standards haben nicht so wirklich Erfolg, waren auch nicht so wirklich erfolgversprechend. Und dann war die 34. Minute und plötzlich lag der Ball wieder hinter Flo Müller im Tor. Gladbach, ja, kombiniert sich da durch und Player spielt den Ball auf Thuram rüber und der macht ihn rein. Yannick, hätte Müller da was halten können, müssen? Schwierig. Also ich bemängel in der Szene zunächst einmal, dass der lange Pfosten irgendwie nicht gut besetzt ist. Mhm. Ich glaube, Ito stand da auch zu weit weg. War natürlich auch wieder ein Stück weit individuelle Qualität da, die man da gesehen hat bei Gladbach, und natürlich dann auch diese Abgezocktheit, die diese mittlerweile doch auch erfahrene Offensive und qualitativ hochwertige Offensive auch mitbringt. Aber ja, es war in allererster Linie wirklich auch schlecht verteidigt vom VfB, gerade was die Raumbesetzung angeht. Klar, Flo Müller, ach ja. Ja, das ist schwierig. Das ist natürlich auch ein bisschen ein sehr undankbarer Ball für einen Torwart. Der rutscht da irgendwie rein. Ich dachte auch im ersten Moment, okay, vielleicht grätscht er vorbei oder keine Ahnung. Aber dann drückt er den halt irgendwie über die Linie und Flo Müller kommt eine Millisekunde, glaube ich, zu spät. Sieht dann auch wieder etwas unglücklich aus. Ja, Jan Sommer hätte ihn vielleicht gehabt an dem Tag, aber... Ja, bei Flo Müller gibt es ja gerade einige Geschichten, wo er nicht ganz gut aussieht, aber dann natürlich auch wieder Szenen, wo man sagt, ey, eigentlich ist er doch ganz solide. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei dieser Personalie, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Also was mich gerade gegen Hoffenheim wirklich wahnsinnig gemacht hat, ist dieses, ich komme nicht raus bei Eckbällen oder bei Flanken in Strafraum, aber wenn dann der Kopfball entweder aufs Tor kommt oder mein Verteidiger den irgendwie zur Seite köpft, dann hüpfe ich so alibimäßig hoch. Und wenn du dann irgendwie den Baumann siehst, der sich die Flanke runterpflückt und sie quasi im vollen Lauf den Gegenangriff einleitet, dann ist das halt, aber es ist vielleicht eine Stilfrage. Ja, 2:0, Jonas, der VfB wieder so ein bisschen unsortiert in der Rückwärtsbewegung, wie wir es häufiger schon gesehen haben. Keine richtige Zuordnung und kommst nicht wirklich in die Zweikämpfe. Wie hast du den Gegentreffer gesehen? Also zunächst mal muss ich sagen, also ich war ja auch im Stadion, mhm, und kurz vorm Gegentor bin ich aufs Klo gegangen mit einem Kumpel. Wir hören es nur so jubeln, dachten so, um Gottes Willen. Und da war ein Gladbach-Fan auch neben uns, der hat gesagt, 1-1. Aber dann haben wir gedacht, das Jubeln war jetzt nicht so laut, dass das jetzt irgendwie 50.000 Fans waren. Und dann kommen wir zurück, dann steht es 2-0. Ne? Auch wieder richtig blöd gewesen. Nee, also ich habe es ja danach gesehen in der Zusammenfassung und eigentlich auch wieder, muss man sagen, insgesamt gut rausgespielt von Gladbach, aber mir ist aufgefallen, dass Sosa hatte eigentlich noch relativ weit Vorsprung vor Thuram. Ich glaube, Thuram war es, ja. Und dann, als der Pass rüberkommt, dann hat er ihn irgendwie aus den Augen verloren oder halt im Rücken laufen lassen. Und sonst Sosa hat natürlich ein super Spiel gemacht, kann man jetzt nichts vorwerfen. Aber ich glaube, da, wenn er das da irgendwie im Blick gehabt hätte, dann wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen, dass da überhaupt jetzt über Müller diskutiert werden würde. Ja. Na. Ich würde sagen, wir springen mal direkt in die 38. Minute und können da so ein bisschen die Stimmung zusammenfassen in der Phase, denn da hat der VfB den Anschlusstreffer geschossen, erneut durch Wataru Endo. Endo kriegt den Ball quasi vom Gegenspieler im Strafraum auf den Fuß gespielt, in den Fuß gespielt, zieht ab, Elvedi fälscht ab und das Ding ist drinne. Zunächst mal, Yannick, wie war die Stimmung dann nach dem Anschlusstreffer? Naja, da hast du gemerkt, nachdem, der Ilja hat schon richtig gesagt, nach dem 2-0 war es tatsächlich kurz ein bisschen ruhig im Stadion, aber die Mannschaft hat sich ja nicht aufgegeben und das haben die Zuschauer, die da waren, auch gemerkt, das war zumindest mein Eindruck und nach dem 1-2 ging halt, ja, so ein richtiger Ruck durchs Stadion, das hat man schon gespürt, gerade auch in der Kurve, wo ich war, hast du einfach gemerkt, die Leute sind wieder da, glauben an die Mannschaft. Und man hat ja auch gemerkt an der Reaktion von Wataru Endo, der die Leute dann auch gepusht hat, sich gleich den Ball geschnappt hat. Weiter, nach vorne. Genau so will ich einen Kapitän sehen mit der Binde. Das einfach,
oder ein Spieler allgemein, egal wer, auch wenn es nicht der Kapitän ist, einfach, dass er seine Jungs mit nach vorne pusht und sagt, hey, hier geht noch was. Weil was mich halt so ein bisschen verwundert hat, war das nach dem 2-0. Ich dachte, okay, jetzt werden es die Gladbacher mit all ihrer Abgezocktheit und Qualität irgendwie zu Ende bringen. Mhm. Aber das war gar nicht der Fall. Die haben da total irgendwie, ähnlich wie wir, in den letzten Spielen auch nicht mit Führungen umgehen konnten es die Gladbacher an dem Abend auch nicht. Die haben total desillusioniert auf mich gewirkt. Und das mit der zweiten Führung. Ja, mit einer 2-0-Führung in Stuttgart beim Tabellen 17. Und ich dachte mir, nee, das kann doch nicht sein. Da habe ich sogar noch geguckt. Lustigerweise spielt der Ginter, spielt der Kramer. Das sind ja so für mich eigentlich die Galionsfiguren bei Gladbach, die dann auch so einer Truppe Stabilität verleihen. Aber die waren ja alle da. Und auch Jan Sommer, da hast du auch gemerkt, Jan Sommer hat da sehr viel seine Mannschaft von hinten auch versucht zu pushen und hat des Öfteren mal lautstark dirigiert von hinten. Aber irgendwie. Aber aus Stuttgarter Sicht natürlich, klar, das 1-2 dann auch zum richtigen Zeitpunkt genau eben in diese Unsicherheitsphase der Gladbacher rein. Und dann hat man eben gemerkt, da geht noch was. Hm. Ja, wo waren denn die Kramers und die Ginters in der Szene? Wie hast du das Gegentor wahrgenommen? Ja gut, dieses Gegentor, da kannst du ja, ich habe das geschrieben, denn da ist es wirklich völlig egal, ob du mit Dreier, Vierer oder Fahrradkette aufläufst, wenn Rami Benzebaini diesen Ball einfach komplett in den Fuß von Endo spielt, was willst du, also das ist doch, dann ist ja alles gehüpft wie gesprungen, dann kann kein Ginter, kein Kramer, kein sonst wer, es ist einfach völlig Banane und das passiert ja permanent. Ne? Mhm. Also das ist ja das große Thema bei diesem Spiel, sind die beiden Außenverteidiger, die Totalausfälle sind. Benzebaini ist eigentlich ein sensationeller Linksverteidiger, wenn er gut drauf ist, für mich einer der Besten in der Bundesliga. Ja, an dem Spieltag war er unterirdisch. Also wirklich, wirklich eine Katastrophe, auch von der Körpersprache, auch wie er gefoult hat und so. Richtig kacke. Und Scully völlig überfordert mit Sosa und der überladenen linken Seite der Stuttgarter. Dann hat später Hütter auch nicht reagiert, weil das ist eine Katastrophe. Aber kommen wir später noch drauf. Aber dieses Tor fällt ja nur, weil Benzebaini sich situativ einfach dermaßen amateurhaft anstellt und dermaßen einen Lapsus begeht. Das ist, also da kannst du nichts analysieren. Das ist einfach, der ist schlecht. Ja. Und Elvedi fälscht natürlich ab, fälscht muss man auch sagen. Sonst wäre Sommer noch dran gewesen, der ja wirklich der Einzige ist, der in der Saison halt immer sehr, sehr gut spielt. So. Ja, also Quatschtor, ne? 38. Minute, wenn du mit einem 2-0 in die Halbzeit gehst, ist es ein anderes Spiel. Ich hab mich erinnert an die Ausführungen vom Ex-Augsburger Manuel Baum, heißt er, glaube ich, oder? Ja, Manuel Baum. Der mal gesagt hat, bei Freunde, glaube ich, war das, es ist so wahnsinnig schwierig in der Halbzeitansprache, wenn der Gegner gerade ein Tor geschossen hat, weil du nicht genau weißt, mit welchem Momentum kommt der raus, wie reagiert der jetzt, stellt der um. Du kannst nur spekulieren, was du jetzt machst in der Halbzeit. Und deswegen stimmt es halt tatsächlich doch, diese Floskel, glaube ich, mit dem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Und ihr habt ja völlig recht, plötzlich war die Verunsicherung bei Gladbach riesig groß und nicht mehr nur groß. In Stuttgart kam der Glauben zurück, das Stadion kam zurück und dann gehst du so in die Halbzeit, weil Rami Benzebaini den Ball da klärt wie so ein, keine Ahnung, völliges Systemausfall. Also Quatsch einfach. Ja, dann gab es noch die Chance von Player dann kurz vor der Halbzeit und dann stand es 2-1 zur Halbzeit. Und wenn man dann auf die Schüsse aufs Tor guckt, dann hat Gladbach genau 2 Schüsse aufs Tor abgegeben. Ich glaube, ein Schuss wurde noch irgendwie abgefälscht oder nicht geblockt. Und beide waren drinne. Ja, stark, ne? Ja. VfB mit mehr Chancen. Yannick, würdest du sagen, dass das der Anschlusstreffer verdient war, obwohl wir doch relativ dämlich uns bei den Gegentoren angestellt haben? Ja, doch, durchaus. Also, weil einfach der VfB an diesem Abend vielleicht die Mannschaft war, die das Spiel mehr angenommen hat am Ende. Und gerade auch in dieser Phase. Wie gesagt, dieses Tor hätte Gladbach auch verteidigen können. Gladbach hatte 2-0 den Vorteil bzw. die Führung in der Hand und hätte sicherlich, wenn sie das Spiel versucht hätten, mit ihrer ganzen, jetzt muss ich das Wort wieder in den Mund nehmen, Qualität in die Hand zu nehmen, dann hätten sie das Spiel auch sicherlich gewonnen. Aber das haben sie halt irgendwie nicht geschafft. Und ja, absolut war der
Anschlusstreffer aus meiner Sicht verdient, weil die Mannschaft, auch wie dieser Treffer fällt, das war jetzt kein schöner Fußball wie bei Gladbach, aber es war halt so ein erkämpftes Tor mit aller Leidenschaft, mit allem Durchsetzungsvermögen. Und ausgerechnet Wataru Endo, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er in regelmäßigen Abständen, gut, in letzter Zeit passiert es tatsächlich häufiger mal, aber auch die Saisons davor, wenn er da mal ein, zwei Tore gemacht hat, dann war das viel. Das ist ja auch nicht seine Hauptaufgabe. Mhm. Dass ausgerechnet so ein Spieler dann das Tor macht, das zeugt dann eben auch von dieser unglaublich guten, Kollektiveinstellungen, die da der VfB eigentlich Spieltag für Spieltag, ja, die Chemie, die stimmt einfach der Mannschaft. Na ja. Ja, Endo hatte ja auch direkt nach der Pause noch diese Kopfballchance. Ich fand ihn, also klar, der geht immer mal mit nach vorne, aber ich fand ihn unglaublich präsent offensiv. Also jetzt nicht nur dann, wenn wir gleich auf den Ausgleich kommen, den er ja auch eingeleitet hat, aber ansonsten, also Endo, super starkes Spiel, der hat ja auch so seinen Durchhänger, was kein Wunder ist, wenn du quasi seit 2 Jahren durchspielst, ja, der hat ja auch keine Sommerpause durch Olympia und dann, das einzige Turnier, was er, glaube ich, nicht mitgenommen hat, war jetzt der Afrika Cup. so gefühlt. Und genau, dann kam es zum Ausgleich in der 50. Minute. Der Endo schickt Thomas über rechts, der finde ich auch über rechts nicht so präsent war, wie Sosa über links, weil, wie Ilja schon richtig sagte, auch viel über links gespielt haben, links überladen haben, aber trotzdem sich immer wieder gut durchgesetzt hat, auch in der Szene. Kalajdzic Schuss wird dann abgefälscht. Sascha Schuss wird abgefälscht, das war auch nicht besser, zu viel. Und dann steht da Chris Führig und hält einfach den Kopf rein. Ich hatte noch Angst, dass Sommer noch irgendwie das Ding noch irgendwie rausboxt, aber das Ding ging trotzdem rein. Ja, Jonas, wie war deine Reaktion auf den Ausgleich direkt nach der Pause? Der Ilja hat das ja gerade schon angesprochen, du weißt, man wusste nicht, wie kommt der VfB aus der Pause. Ich würde sagen, ziemlich gut, oder? Ja, mir hat es auch richtig gefallen. Also eigentlich haben sie da angeknüpft, wo sie aufgehört haben in der ersten Halbzeit. Ja, ich habe bei dem Schuss von Kalajdzic, ich habe schon abgedreht im Stadion, also, und auf einmal geht die Tormusik an. Was ist jetzt passiert? Also, ja, klar, wieder abgefälscht, aber ich denke, das ist einfach mal, wenn man die letzten Wochen gesehen hat, was wir da für Tore reingebekommen haben, da muss man echt sagen, so wie wir heute gespielt haben, am Samstag gespielt haben. Ja, genau. Wie wir uns auch die Chancen erarbeitet haben, Stück für Stück, da das ist auch mal verdient, dass dann solche 2 Tore reingehen. Mhm. Und ja. Das war dann echt auch wieder psychologisch zum eigentlich fast besten Zeitpunkt. 50. Minute, hast noch 40 Minuten zu spielen. Das war eigentlich echt perfekt, muss man sagen. Darf ich festhalten, dass du beim 0-2 auf Toilette warst, beim 2-2 dich weggedreht hast? Ich bin sehr gespannt, was beim 3-2 passiert ist. Ja. Vielleicht, Jonas, noch ganz kurz ein paar Worte zu Thomas. Wie fandst du ihn im Spiel? Ich hatte ja gerade schon gesagt, was mir gut gefallen hat bei ihm. Ja. Also ähnlich, er war jetzt nicht so präsent wie Sosa jetzt auf der linken Seite, aber ich fand, er hat wirklich immer wieder gute Läufe gehabt und einfach diese Schnelligkeit und mit eine Bewegung, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war in der ersten Halbzeit, mit dem Gegnerdruck im Rücken nimmt er den Ball mit der Außenseite super mit in der Bewegung und ich meine, das fehlt uns einfach. Und das hat uns, dadurch, dass halt Silas so oft jetzt aufgefallen ist, jetzt wieder, solche Spieler brauchst du einfach und mit einem Marmoush auch hast du einen ähnlichen Spieler. Mhm. Wenn man einfach 2 solche Spielertypen auf dem Platz hat, ist dann ungemein wichtig. Und ich denke, wie er da die Linie hoch und runter gerast ist, ist sehr, sehr wichtig für uns. Ja, das hatten Janik und ich ja schon in den letzten Folgen mal besprochen. Der hat einfach eine super gute Technik. Also ich glaube, technisch ist er einer der besten Spieler bei uns im Kader. Und gerade diese Ballmitnahme auch, das hat mir schon gegen Hoffenheim, war das ja schon super, wie er dann den Ball mitnimmt irgendwie. Ja. Und dann auch ihn behält. Ilja, wie war denn deine Reaktion auf den Ausgleich? Hast du es schon erwartet, befürchtet? Also ich muss erstmal sagen, absolut katastrophale Schiedsrichterleistung. Die zweite Halbzeit darf man niemals anpfeifen, meine Meinung. Dann will ich sagen, der Kollege Thomas, ich kannte den vorher jetzt nicht. Ihr habt euch ja wahrscheinlich alle 700 YouTube-Videos von ihm angeguckt, bevor er dann kam. Hat mir gut gefallen, ist so ein ganz galliger, super zielstrebiger, der so richtig auf jeden Fall geil ist auf das Tor und dann auch nicht lange fackelt. Wo ich beim Kollegen Marmoush immer das Gefühl hatte, der ist zwar schnell und irgendwie agiler, aber der ist irgendwie noch ein bisschen zu wenig zielstrebig, vielleicht eine ganz gute Ergänzung, so mein laienhafter Blick von außen. Und ansonsten, ja,
mit Beginn der zweiten Halbzeit war irgendwie klar, in welche Richtung dieses Spiel läuft. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, beziehungsweise ob Stuttgart irgendwann, wenn sie das Tor eben nicht erzielen, den Ausgleich so ein bisschen frustriert wird und anfängt nachzudenken. Aber ja, völlig in Ordnung, dass das dann das 2-2 fällt und auch völlig zwangsläufig, dass es dann weitergeht mit dem 3-2. Ja, ja. Ja, zu dem kommen wir gleich. Zunächst gab es für die Borussia noch einen Freistoß am Strafraum, den der VfB glücklicherweise verteidigt hat. Das ist für mich so ein klassisches Ding, wo wir dann direkt im Gegenzug sozusagen wieder das Tor kassieren. Aber Yannick war schon außerhalb, oder? Also ich war noch kurz am Überlegen, aber der war schon deutlich außerhalb, also war kein Elfmeter, oder? Ja. Durchaus. Also so habe ich es auch im Stadion gesehen. Ich habe kurz gezittert, weil dann eben sich so eine kleine Traube rund um den Schiedsrichter gebildet hat und er dann auch, glaube ich, kurz sein Headset gecheckt hat. Aber ja, war okay. Aber ich hatte dann auch meine Befürchtungen, weil ja auch Gladbach gewisse Spieler in seinen Reihen hat, die durchaus Freistöße schießen können. Und das war jetzt so eine schlechte Position. Also gerade so ein, ich weiß nicht, Jonas Hofmann oder auch ein Florian Neuhaus, die sind da, glaube ich, prädestiniert dafür. Oder auch Chris Kramer, der kann solche Bälle auch mal verwerten oder gefährlich auch reinbringen. Mhm. Deswegen gefährliche Situation, die aber dann zum Glück zu nichts geführt hat aus Stuttgarter Sicht. Naja, auch zu nichts geführt hat der Schuss von Mamouche an, ich glaube, es war Ginter, der Ginter getroffen hat. Da wurde natürlich auch gleich Handspiel reklamiert, vor allem auf Twitter. Twitter ist immer ganz schnell dabei, wenn es darum geht, dass er keine Elfmeter bekommt. Jonas, wie hast du es gesehen? Also wahrscheinlich auch eher, du hast dich wahrscheinlich weggedreht oder warst auf Toilette, oder? Ginter war ich tatsächlich da nie. Also ich glaube, das war auch außerhalb, so wie ich es wahrgenommen habe. Nee, ich meinte, das der Schuss von Mamouche, das vermeintliche Handspiel. Ja, also ich war das nicht die Situation, wo es auch knapp war, dass es an der Kante oder halt, also im 16er drin war mit dem Handspiel? Nee, oder war das deutlich im 16er? Nee, der war deutlich im 16er, das war eher die Frage, welcher Teil des Arms und war die Handfläche, war die Körperfläche vergrößert oder eins von den zahlreichen anderen Roulette-Kriterien, die bei der Handspielregel zur Anwendung kommen. Also für mich war es jetzt nichts. Ich muss mich da leer anschließen, das war jetzt. Also ich denke, wenn man den pfeift, wäre es schon eine, was heißt klare Fehlentscheidung, aber ich denke, also alles richtig gemacht vom Schiri, muss ich sagen. Ja. Gut, danach wurde das Spiel ein bisschen abgeflacht. Du hast irgendwie das Gefühl, es will keiner so richtig einen Fehler machen. Tomasch hat in der 65. Minute eine Chance, nachdem Kalajdzic, so wie wir von ihm aus der letzten Saison gewohnt sind, den Ball schön abgelegt hat, per Kopf. Janik hätte ihn vielleicht nicht direkt nehmen sollen? Thomas, an der Stelle? Ja, ich dachte es mir auch im Stadion, ja, nimm ihn doch an oder versuch ihn irgendwie vielleicht nochmal zurückzuspielen. Du hast ja vielleicht auch die Zeit und auch den Platz, aber ja, das ist dann halt einfach auch so eine Phase im Spiel, da willst du einfach schnell den Abschluss suchen und das war ja auch in der Saison oftmals das Problem, dass der VfB oder das bestimmte Spieler sich dann in gewissen Szenen auch zu viel Zeit gelassen haben. Und da hat man einfach gemerkt, die Jungs wollen so schnell wie möglich das Tor nachlegen und die drei Punkte eben in Cannstatt behalten. Aber ja, natürlich, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte er den sicherlich besser verwerten können, indem er ihn erstmal annimmt oder vielleicht einfach auch guckt, ist vielleicht ein Gegenspieler, ein Mitspieler besser positioniert. Ja. Ja, auf jeden Fall VfB wieder ganz groß im Vergeben von Großchancen in diesem Spiel. Die Borussia hatte da noch eine Chance in der 69. Minute. Neuhaus aus spitzem Winkel. Und dann kam in der 71. Minute bei der Borussia Embolo für Kone. Ja, wie fandst du den Wechsel? Das war ja auch der erste Wechsel im ganzen Spiel, glaube ich, von beiden Trainern. Für dich sinnvoll, der Wechsel? Und was hat das im anderen bei der Borussia bewirkt? Ja, also Kone war neben den beiden Außenverteidigern dann in der nach oben offenen Liste der zu nennenden Namen, die sehr schlecht waren, der nächste, der sehr schlecht war, und den musstest du einfach rausnehmen und irgendwie vielleicht überlegen, dass du offensiver ein bisschen mehr Zugriff kriegst. Aber am Ende eine Katastrophe, dass der nicht außen umstellt. Also Scully ist ein talentierter Rechtsverteidiger oder Außenverteidiger, spielt ja manchmal auch links, aber das war einfach definitiv eine Nummer zu groß für den
gegen dieses linksüberladene Stuttgarter Spiel. Und das ist eine Katastrophe. Das ist zumindest der Tenor, den ich dann so rausgefiltert habe aus der Gladbacher Bubble, so, dass Hütter da nicht reagiert. Und irgendwie, ich meine, du hast einen Jonas Hofmann, der jetzt in der deutschen Nationalmannschaft einen passablen Rechtsverteidiger gibt. Zieh den zurück, guck, dass du die rechte Seite da ein bisschen stabilisierst. Aber nee, er macht nichts. Er lässt Scully da weiter schwimmen und bringt halt Embolo für Kone. Es ist halt komplett sinnlos zu dem Zeitpunkt. Ich fand es auch eine Zeit lang ein bisschen offen, warum auch immer, aber eigentlich chancenarm offen. Mhm. Aber eigentlich war das Ding für Gladbach da schon längst weg. Also da war auch, stimmte dann nichts mehr. Dann haben weiter hinten tief gestanden, aber sich auf den Füßen gestanden. Dann hat irgendjemand plötzlich mal beschlossen, jetzt wird doch vorne gepresst, hat den anderen aber nicht Bescheid gesagt. Und es war eine absolute Katastrophe. Und dieser Wechsel da, ja, bringt halt einen Offensivmann, weil er nominell einen Offensivmann bringt, aber eigentlich war das totaler Käse auch. Mhm. Darf ich nochmal kurz auf diese Neuhaus-Chance zu sprechen kommen? Ja. Ich weiß nicht, habt ihr das noch so im Gedächtnis da? Da kommt ja der Ball rein auf Neuhaus, der nimmt den ja gut mit und dann irgendwie schlägt Anton da so halb auf den Ball oder irgendwie vorbei. Da habe ich mir auch gedacht, boah, eigentlich passt es zu der Saison, dass da Anton komplett den Gegner trifft und dass es Elfmeter gibt. Also viel zu Slapstick verteidigt, fand ich wieder. Also, dass man da wieder so risikobehaftet reingeht, das fand ich auch, das ist mir kurz echt der Atem stehen geblieben im Stadion, als ich das gesehen habe, wie er da ausgeholt hat, der Anton. Ja, ich glaube, ohne geht das diese Saison nicht. Also ich weiß, was du meinst. Ich fand auch, oh Gott, um Himmels Willen, ey. Aber es ging zum Glück gut. Der Kalajdzic und Mamouche wäre dann beide noch mal gefährlich geworden, aber es bleibt dann hängen in der Gladbacher Abwehr. Auch wieder als ein Abwehrfehler der Gladbacher ausnutzen will. VfB nimmt wieder deutlich Fahrt auf, gute Gegenstöße auch und dann endlich in der, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, welche Minute es war, ich glaube die 81., 84., 83., sowas, geht der VfB auch noch vor der Cannstatter-Kurve in Führung. Es gibt einen Freistoß, den Sosa auch gezogen hat und Mamouche zieht diesen Freistoß quasi direkt aufs Tor. Sommer faustet ihn raus, Sosa holt sich den Ball wieder und wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, geht auf die Grundlinie durch und spielt in den Rückraum, wo mutterseelenallein Sascha Kalajdzic steht und wie er es formuliert hat, nimmt er dankend an, dreht sich rum, macht ihn rein, Dankeschön. Ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen, ich habe es geliebt, wie die Kurve explodiert. Ich meine, das ist natürlich geil, 0-2 Rückstand gedreht, das ist auch länger her, dass wir das gemacht haben. Das letzte Mal war gegen HSV in der zweiten Liga. Yannick, wie war es in der Kurve? Ja, geil. pure Ekstase, eine Freudenexplosion, eine Bierdusche des Todes. Also sowas habe ich, glaube ich, seit 2007 in der Meisterschaft nicht mehr erlebt. Also wirklich, du hast gemerkt, wie dieses Tor den ganzen Verein wiederbelebt hat. Mhm. Also, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen geschwollen daherrede, aber so ist es einfach. Mhm. Dieser Treffer auch nach diesem Spielverlauf, 2-0 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, die ja in meinen Augen kein Abstiegskandidat sind, dabei bleibe ich auch. Also, die sind einfach zu gut eigentlich, um in diesen Tabellenregionen sich zu bewegen, aber der Ilja wird mir wahrscheinlich gleich widersprechen, aber ja, es hat wirklich einfach, es war wie eine Reanimation des ganzen Vereins, dieses Tor, weil du plötzlich gemerkt hast, hey, wir können es doch noch, wir können auch auf so eine Art und Weise, und genau, das wollte ich eigentlich als Fazit des Spiels sagen, aber ich ziehe es jetzt mal vor, genau so ein Spiel, auch wenn es wieder im Stadion die Hölle war, wahrscheinlich werde ich auch mal eines Tages bei einem VfB-Spiel dahin siechen, weil es einfach wirklich nicht auszuhalten ist mit diesem Club, aber vielleicht hat es genau dann auch so ein Spiel gebraucht, um eben den Bock umzustoßen, so wie wir es ja seit Wochen in unseren vorherigen Sendungen immer predigen. Nee, es war einfach geil. Also jeder, der im Stadion war, egal ob in der Cannstatter Kurve, klar, da ist es dann nochmal extremer, aber das ganze Stadion ist explodiert. Und egal ob Haupttribüne, außer im Gästeblock natürlich, Haupttribüne, Untertürkheimer, Gegengerade, du hast gemerkt, ja, der VfB ist wieder da. Wie es so schön in einem Fangesang heißt. Auf jeden Fall auch sehr starke Aktion von Sosa, der sich da wirklich, also erst den Freistoß holt und dann auch sich da durchtankt.
Und was man aber gesehen hat, und wir hatten es ja mit der Strafraumpräsenz vorhin, Ilja, da waren, glaube ich, hinter Kalaitis standen noch 2, 3 Weiße, standen aber auch irgendwie 4, 5 schwarze Trikots hattet ihr, ne, genau. Die standen da einfach am Fünfer rum und keiner deckt den Rückraum ab. Was ist da los? Also ich meine, die ja, da habe ich aber tatsächlich da irgendwie so eine innere Nachsicht gefunden für dieses Tor. Also beim 2-2, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, beim 2-2 ist es ja eigentlich ähnlich wie beim 2-1. Ginter klärt den ja auch direkt in die Füße von, vergessen von wem. Ja. Den kann er situativ auch viel, viel besser klären und muss er eigentlich auch viel besser klären. Klar war er im Gegensatz zu Benze Baini beim 1-2 ein bisschen unter Druck und steht auch mit seinem Körper irgendwie komisch da, aber trotzdem kann er den einfach besser klären. Und das ist so Grundlagen, wo ich mich frage, wie kann das sein? Ich verstehe es nicht. Aber gut, bei dem Tor jetzt, beim 3-2, das ist nach dem Freistoß, das ist alles so durcheinander, es geht so schnell. Und dann haben halt alle die gleiche Idee, dass sie nach hinten absichern wollen und keiner geht nach vorne drauf. Da habe ich komplett Verständnis, dass das mal passieren kann. Und das sieht dann, wenn du dieses Tor beim Schuss von Kalajdzic an die Szene anhältst und sozusagen einen Pausenframe hast von dem Bild, dann sieht das wahnsinnig dämlich aus, weil die alle wie so ein Kaninchen vor der Schlange auf einer Linie stehen und gucken, huch, wie kommt der jetzt an den Ball? Aber da habe ich irgendwie Verständnis, dass das in der Situation einfach so passiert. Und ich muss auch sagen, ich kann das total nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Wir hatten die Woche davor 0-2 hinten gelegen gegen Wolfsburg, holen das 2-2 und schießen in der Nachspielzeit eigentlich das 3-2. Da sind auch alle ausgerastet. Problem ist, es ist dann halt leider aberkannt worden. Deswegen. Aber das Gefühl war das gleiche. Ich konnte es danach empfinden und muss sagen, dieses Bild, wie dieses Bier durch diese Kurve flog, das trotz allem Schmerzes über die Niederlage, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, das ist so eine Fußball-Fan-Geschichte. Also ich meine, wir haben es ja nur, mussten lang genug drauf verzichten, auf eine auf volle Kurven generell und das ist einfach so. Die Kameraposition ist halt in Stuttgart auch so geil, wenn da ein Tor fällt vor der Cannstatter Kurve und du siehst es im Fernsehen, du siehst einfach nur du siehst einfach nur Konfetti und keine Ahnung. Ja, dieser Moment, wo du einfach komplett über deinen Körper die Kontrolle verlierst und einfach in Ekstase alles von dir schmeißt. Das ist ja wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ging es weiter und was mich sehr glücklich gemacht hat, ist, dass der VfB sich eben nicht zurückgezogen hat nach einer Führung in der, oder nachdem er in den letzten 10 Minuten in Führung lag, und er drückte weiter. Mamouche hätte dann noch das 4-2 gemacht, aber war aber leider ein Zentimeter im Abseits. Das wäre vielleicht dann auch das Gute etwas zu viel gewesen. Und dann hat Pellegrino Matarazzo endlich mal gewechselt, Yannick. Immer später, ne? Das ist schlimm. Also, ist natürlich Quatsch. Ich fand es schön, dass wir mal keine Verletzten haben in diesem Spiel, die wir schon irgendwie während des Spiels auswechseln mussten, sodass du wirklich alle 3 Wechselslots dann in der Nachspielzeit nutzen kannst, um wirklich halt die Zeit von der Uhr zu nehmen. Also Koulibaly kam dafür, Mamouche in der 89. Förster für Führich. Und Eklow für Thomas, das sind natürlich, also über die 3 Einwechselspieler brauchen wir nicht reden. Aber ich fand es auf jeden Fall gut, dass wie gut der VfB dann das auch verteidigt hat, gerade im Vergleich zu den beiden letzten Spielen, wo wir wirklich dann komplett die Hosen voll hatten und der Gegner es auch gemerkt hat, oder Jonas? Ja, also mir hat es echt gut gefallen, wie wir weitergemacht haben. Also eigentlich, ich glaube, Gladbach hatte auch gar keine Möglichkeit mehr gegen Ende dann. Also es war wirklich eins der wenigen Spiele in der Saison, dass wir wirklich konzentriert zu Ende gespielt haben. Ja, also das war echt eine große Erleichterung. Auch wenn es 4 Minuten Nachspielzeit war und ich am Ticker dann, also ich habe dann im Real Life geguckt, ich saß am Ticker und ich war schon gegen Bochum, hatte ich den Ticker in der Hand und hätte fast das Handy durch den Supermarkt geschmissen, als ich dann gesehen habe, dass 90+4 nicht ausreicht, um gegen Bochum zu gewinnen. Aber gut. Ja, schauen wir noch mal, was unsere Hörerinnen und Hörer zu dem Spiel gesagt haben. Der Michael Heckner auf Twitter, der hat ein GIF von Travis scheinbar geteilt. Wo steht Everything is fine? Ich glaube, das können wir unterstreichen. Auf Facebook fand ich die Reaktion sehr interessant, nachdem die letzten Wochen auf Facebook alles scheiße war und man alle rausschmeißen soll. Die Reaktion nun von Markus, ein Verein, eine Liebe. Der Andreas hat 3 Bälle, einen geflexten Oberarm, einen roten, einen weißen Mund und ein Herz gepostet. Der Frank Hofmeister hat geschrieben, der verdienteste Sieg seit langem, jetzt genauso weitermachen. Das sind natürlich nicht die gleichen Leute, die letzte Woche so rumgepöbelt haben. Und der Elvis Mehic hat geschrieben, was für ein Spiel, meine Nerven, Hammerstimmung im Stadion, kämpferisch, charakterlich, leidenschaftlich, einfach eine mega Leistung. Zweite Halbzeit war der VfB um Klassen besser und wenn erst noch die 300-prozentigen reingehen und die 2 klaren Handelfer gegeben werden. Nun gut, also über die ganzen Szenen haben wir schon gesprochen und auch generell.
Noch kurz, ich möchte noch kurz das Spielerische abhaken, dann müssen wir leider noch auf ein anderes Thema kommen. Aber zunächst nochmal zum Spielerischen. Der Jannik hat das schon ein bisschen gesagt. Jonas, was meinst du? Das ist natürlich ein bisschen auch gucken in die Glaskugel. War das jetzt nur ein Aufflackern oder war das der Startschuss für den für die Aufholjagd in dieser Saison im Abstiegskampf? Ja, ich hoffe es. Also ich denke, dieses so ein 3-2 nach 2-0 Rückstand ist, ich glaube, das ist viel mehr wert wie ein 5-0. Also Du meinst das klassische 5-1, was wir einmal in der Rückrunde spielen und dann absteigen? Ja, genau, genau. Mhm. ja, also ich hoffe natürlich. Also ich glaube, bei allem Respekt vor Gladbach, aber jetzt, wenn wir jetzt auf Union zum Beispiel blicken, ich glaube, da werden wir nicht mal halb so viele Chancen haben, weil ich denke, die stehen einfach konzentrierter. Aber ich hoffe wirklich, dass es jetzt diesen mentalen Schub gibt. Und ich denke, spielerisch haben wir auch schon Wochen davor teilweise gezeigt, dass wir es können. Und also ich bin wirklich gerade sehr, ich denke, wir halten die Klasse. Also wenn wir so weitermachen, schaffen wir das auf jeden Fall. Ja. Ilja, wie ist denn deine, also die Borussia ist ja auch noch mit drin im Abstiegskampf so ein bisschen. Wie siehst du die Perspektive für die Borussia und nachdem du das im VfB hast spielen sehen, für uns? Ja, jetzt kommt es ja zum Kracher gegen Hertha. Das wird, ja, das wird, ja. Ach, keine Ahnung. 9 Punkte oder so müssen sie noch holen. Mhm. Ich glaube, die holen sie auch noch aus, wie viele Spiele sind es noch? Ja, genau. 9. 9. Das sollte doch irgendwie machbar sein. Also ich glaube, das ist schon drin. Gibt ja Gott sei Dank immer noch schlechtere Mannschaften wie Hertha. Ja. Was soll ich sagen? Es ist eine Katastrophe. Ich kann es nicht erklären, was da los ist bei Gladbach. Ich fand Stuttgart ganz gut. Ich finde die Truppe gut. Ich finde alles irgendwie ganz okay und verstehe überhaupt nicht, warum die auch unten sind. Ich hab's nicht genug verfolgt. Hm. Muss leider jetzt ein bisschen den Zahn ziehen. Ich glaube, bei Union ist relativ wenig zu holen, um ehrlich zu sein. Also die verfolge ich hier qua Arbeit beim RBB hier in Berlin relativ aufmerksam und fürchte, das wird nix. Ja, über die nächsten Spiele reden wir gleich noch. Können wir uns gleich noch mal, kannst du uns noch ein bisschen Union-Expertise angedeihen lassen. Das müssen wir leider auch über ein anderes Thema sprechen. Das wurde dann auf Twitter relativ kurz nach dem Spiel bekannt. Da wurde ein Video aus dem Gästeblock gezeigt, von oberhalb des Mundlochs, glaube ich, wo man sieht, wie Ordner durch ihre gelben Westen erkennbar auf Gladbach-Fans einprügeln. Und wenn ich einprügeln meine, dann meine ich 3, 4, 5 Leute, die auf eine Person einschlagen und treten, die Hände schützend über den Kopf gehalten hat. Ich glaube, die Fanhilfe von Gladbach hat das Video geteilt oder irgendwie, also es kursierte dann auf jeden Fall. Ist es egal. Fanhilfe, ja. Ja, die genau, haben's. Genau. Der VfB hat dann auf Nachfrage des VfB Service Twitter-Account hat dann gesagt, ne, wir kümmern uns drum sozusagen. Also es werden halt Zeugen gesucht und man wertet das Videomaterial aus gemeinsam mit der Borussia. Ich finde es halt, also die Szenen sind unmöglich. Ich finde es auch schlimm, dass wir quasi in dem dritten oder vierten Spiel, wo wieder Leute im Neckarstadion sind, schon wieder so Szenen sehen, wo Fans wieder zusammengeprügelt würden. Und wenn ich mir diese Szene angucke, diesen Ausschnitt, dann kann ich mir nicht vorstellen, was so einen Gewaltausbruch und vor allem also dass es mal Kloppereien gibt zwischen Fans und Ordnern, das gibt es gelegentlich. Aber so eine gezielte, brutale Attacke auf eine Person oder auf 2, 3 Personen, die da an der Wand stehen zum Eingang, ich kann mir irgendwie nichts vorstellen, was das gerechtfertigen kann. Und dann, um das noch abzuschließen, es verwundert mich auch ein bisschen, weil ich meine, klar, Security, das ist nie ganz unproblematisch. Da hast du auch, glaube ich, nicht immer nur unproblematische Leute. Aber normalerweise ist es in Stuttgart eigentlich die Polizei, die Gästefans drangsaliert und nicht die Ordner. Also ich habe da sowas von denen noch nicht mitbekommen. Klar, die sind natürlich in der Cannstatter Kurve auch anders drauf. Da kennt man sich auch. Das weiß jeder, der mal der dann mal durchgelaufen ist. Die Leute, die da in der Cannstatter Kurve stehen, von denen, die legen sich auch, glaube ich, nicht mit der organisierten Fanszene von uns an. Ja, also ich war einigermaßen schockiert.
ja, bin mal auf eure Reaktionen gespannt. Vielleicht zuerst mal den Ilja aus Gästefansicht. Du hast das Video ja sicherlich auch gesehen. Was waren so deine Gedanken und auch deine Gedanken zur Reaktion des VfB dann? Ja, ich finde, du hast es gut gesagt und ansonsten bin ich da relativ schnell der Meinung meines ehemaligen Chefs gewesen, Philipp Köster, der gesagt hat, egal was da passiert ist, niemals ist ein Einsatz von Ordnern so gerechtfertigt, die verfehlen dann ihren Beruf und den Grund ihres Einsatzes. Und ja, hast du ja auch gerade so gesagt, finde ich gut, dass du das so sagst und sehe ich ganz genauso. Ja. Und man muss jetzt mal warten. Ich meine, klar, gibt es dann immer noch offene Fragen, die werden jetzt dann hoffentlich gut geklärt und dann kann man das irgendwie endgültig abschließen. Aber ich würde jetzt auch erstmal sagen, eigentlich kann es nichts geben, was das rechtfertigt. Ja, na. Yannick, wie war so deine Reaktion? Du hast das ja dann wahrscheinlich auch irgendwann gesehen. Also nebenan im Stadion hat man es nicht mitbekommen, weil es halt immer an Ende des Stadions war, aber du hast ja dann wahrscheinlich später auf Twitter auch gesehen. Ja, richtig. Also im Stadion selber habe ich nichts davon mitbekommen. Tatsächlich das Einzige, was mir am Gästeblock aufgefallen ist, war die Reaktion der Gästefans auf ihre Mannschaft. Die sind dann nämlich kurz in die Kurve gegangen. Da hat man dann ein paar gesehen, die auf den Zaun gegangen sind. Aber das ist ja auch was völlig Normales. Ja, zu den Bildern, die sind natürlich entsetzlich. Auch im Hinblick auf das aktuelle Weltgeschehen, dass sowas passiert. Das trübt dann vielleicht auch so ein bisschen den Sieg des VfB. Auch wenn der Verein natürlich für das Verhalten Einzelner in Anführungsstrichen nichts dafür kann, ohne das natürlich zu relativieren. Mm. Das geht gar nicht, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Es gab wohl im Vorfeld da eine Prügelei unter den Gladbachern, aber diesen Einsatz, diesen massiven körperlichen Einsatz rechtfertigt keine Prügelei dieser Welt. Und ich meine, Securities sind ja auch dazu da, um zu deeskalieren. Ja, genau. Jetzt möchte ich aber auch sagen, dass ich bis dato mit der besagten Security-Firma, die ja schon auch sehr, sehr lange für den VfB arbeitet, über 30 Jahre, eigentlich noch nie Probleme hatte. Ich kann jetzt natürlich nur aus der Sicht des Heimfans sprechen. Mhm. Aber ja, da ich auch regelmäßiger Auswärtsfahrer bin, weiß ich auch, wie du teilweise als Gästefan behandelt wirst. Sowas musste ich zum Glück noch nie erleben, aber das ist ja einfach entsetzlich und ich erwarte und hoffe einfach, dass es da eine zeitnahe, sachliche, objektive Aufklärung auch gibt und dass die beteiligten Personen in dem Bereich nicht mehr tätig sein werden danach. Ja, weil ich muss mal sagen, solche Leute haben eindeutig ihren Beruf verfehlt und das wirft halt auch leider ein schlechtes Bild auf die gesamte Branche dann ab, weil da gibt es auch sicherlich, oder ich denke, die allermeisten, die in diesem Bereich arbeiten, machen das gut. Machen das auch mit Leidenschaft, mit Spaß, aber sowas geht gar nicht. Ja, ich will nur sagen, also ich finde, drüben tut es den Sieg jetzt nicht. Es würde vielleicht den Sieg drüben, wenn man das aufklärt und dann nicht entsprechend handelt, aber so wie ich Thomas Hetzelsberger irgendwie kenne und den Verein, habe ich jetzt da ein gutes Gefühl, dass wenn das aufgeklärt wird, dann entsprechend gehandelt wird. Insofern. Ja, es war halt am nächsten Tag, du weißt selber, wie die sozialen Medien funktionieren. Ich habe dann auch einige Nachrichten in meinem Postfach auf Twitter gehabt, die dann auch nicht so schön waren von irgendwelchen Bots, von irgendwelchen Leuten, die da dann auch den ganzen Verein, da machst du dir dann natürlich schon kurz Gedanken, aber klar, natürlich, die Freude überwiegt, aber es sind natürlich im aktuellen Kontext, im aktuellen Weltgeschehen auch, sind es einfach hässliche Bilder. Absolut hässliche Bilder. Ich bin mal gespannt. Mein Verdacht ist ja so ein bisschen, ihr sagt jetzt, mit denen arbeiten sie schon lange zusammen. Und mein Verdacht ist so ein bisschen, vielleicht hatten die jetzt irgendwie auch Personalmangel nach dem ganzen Corona-Zeugs und so und mussten jetzt kurzfristig neue Leute holen. Und wer weiß, wo die dann herkommen. Und bei so Securities ist es ja oft so, dass dann aus irgendwelchen Kampfsportkreisen Leute geholt werden und die sind dann vielleicht nicht geschult gewesen oder so. Das war jetzt so mein Verdacht. Mal gucken, was rauskommt. Aber Das ist auch ein bisschen meine Vermutung, dass in Corona ohne Veranstaltung, auch ohne Fußballspiele, die es zu ordnen gilt. Und die Leute, es ist ja nicht so, als ob die Leute da unbefristete Verträge haben. Genau. Zumindest. Also nicht die da standen. Vielleicht irgendjemand, der da irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei denen heißt, Kolonnenführer ist oder so. Aber die Leute, die da stehen, die haben mit Sicherheit spieltagsbezogene Verträge. Und da werden sich andere Leute in den letzten 2 Jahren vielleicht teilweise auch was anderes gesucht haben. Und dann musst du plötzlich wieder einen vollen Gästeblock managen. Richtig. Ja. Jonas, möchtest du noch was dazu sagen? Wir haben, glaube ich, schon eigentlich alles abgefrühstückt. Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also ich war ja direkt neben dem Gästeblock fast. Also
Und eigentlich nach dem Spiel, also gut, ich glaube nach dem 3-2 war es sogar, da sind halt ein paar Becher geflogen vom Gästeblock, aber ich meine, das passiert ja immer, wenn Gäste da, also was heißt immer, aber das ist ja, fliegt halt mal ein Becher rüber, da wird provoziert, da wird gepöbelt, also wahrscheinlich war es irgendwas Internes noch im Gästeblock, aber wie ihr schon gesagt habt, also nichts rechtfertigt so ein Einsatz, so, ja, und bin mal gespannt, wie das Ganze noch aufgearbeitet wird. Ich hoffe, dass zugunsten für die betroffenen Gladbacher Fans dann auch noch, ja, dann, dass die entschädigt werden, sag ich mal so. Na. Gut, ich denke, damit können wir das Thema auch abschließen. Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen, und zwar, warum TBD in der U21 spielen musste und nicht im Profikader stand. Keine Ahnung, ich kann das nicht beantworten. Also er wurde ja wieder begnadigt von Materazzo. Ich nehme an, dass er es einfach wir hatten schon 4 Offensive vorne drinne und es war ihm wahrscheinlich wichtiger, dass TBD die U21 im Abstiegskampf unterstützt. Auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Aber bevor wir jetzt auf die aktuelle Tabelle schauen, nochmal ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr es entweder über Patreon tun mit einem kleinen monatlichen finanziellen Beitrag oder über PayPal. Da helfen, wie gesagt, schon deine Beiträge. Damit halten wir den ganzen Laden hier am Laufen, setzen eventuell mal Equipment, wenn es kaputt gegangen ist. Und alles, was ihr darüber wissen wollt, erfahrt ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und dann blicken wir mal auf die Tabelle. VfB ist immer noch 17., aber hat jetzt 22 Punkte minus 16 Tore. Hat damit die Spielvereinigung aus Fürth wieder ein bisschen distanziert. Die sind Tabellennetzer mit 14 Punkten. Wir sind jetzt einen Punkt hinter der Hertha. Die hat 23 Punkte und minus 32 Tore. Da sind noch mal ein paar Minustore dazugekommen nach dem 1-4 gegen Frankfurt. Auf Platz 15 Bielefeld mit 25 Punkten, also 3 Punkte Rückstand. Dann Augsburg auf Platz 14 mit 26 Punkten. Und ich habe die Borussia ist aus Gründen dieses Spiels nochmal mit reingenommen. Die sind 13. mit 27 Punkten, also 5 Punkte vom VfB. Ganz kurzer Blick auf unser Tippspiel. Wie steht's da? Da führt der Sebermed mit 301 Punkten vor, Rasibo mit 299 und Klano mit 296. Auch da geht's langsam in die Endphase der Saison. Und das sind die nächsten Spiele. Union haben wir schon angesprochen, auswärts bei Union. Dann zu Hause gegen Augsburg, auch ein super wichtiges Spiel. Und dann ist mal wieder Länderspielpause. Hatten wir ja so lange nicht mehr. Und wenn wir jetzt auf Union blicken, bevor ich gleich den Ilja nochmal mit seiner Union-Expertise vom RBB reinnehme, die sind aktuell 7. mit 37 Punkten, 32 zu 33 Tore, stehen 4 Punkte hinter dem Tabellensechsten, dem Europapokalplatz, hinter dem SC Freiburg. Die wurden jetzt im Pokalhalbfinale gegen Leipzig gelost. Ich hätte ja noch lieber gehabt, dass Leipzig gegen Freiburg spielt, weil ich Freiburg noch stärker einschätze, aber gut. Hauptsache sie fliegen raus, dann kann auch von mir aus Freiburg Pokalsieger werden, ist mir scheißegal. Hauptsache nicht Leipzig. Aber ich lasse mich ablenken. Die haben in der Hinrunde, in der Rückrunde erst 3 Spiele gewonnen und aus den letzten 5 Spielen nur eines. Haben gegen Bielefeld und Augsburg verloren, allerdings auswärts und wir spielen nun leider an der alten Försterei. Die haben auch gegen Gladbach gewonnen mit Januar 2-1. Da hat eigentlich beide Tore noch ein gewisser Max Kruse geschossen. Und seitdem, von den 5 Spielen, die sie danach gespielt haben, waren 4 Spiele ohne eigenes Tor aus. Genommen war das 3-1 gegen Mainz. Baumgartl und Khedira, Ex-VfBler, bei denen noch im Kader. Und der beste Torschütze ist Taiwan Avonici. Der hat 10 Treffer geschossen. Und bei der Niederlage in Wolfsburg kam noch ein weiteres Tor dazu. Es war eigentlich ein Eigentor. Ja, du sagst, du musst uns den Zahn ziehen. An der alten Försterei geht nichts für den VfB. Ja, die hatten tatsächlich ein heftiges Max-Kruse-Tief, als er gegangen ist, ging erstmal nix und man hat dann Sven Michel geholt und dachte, vielleicht wird der das irgendwie auffangen können oder es könnte irgendwie Genki Haraguchi tun. Am Ende ist es jetzt Geraldo Becker, der das da vorne offensiv ganz gut macht und belebt hat und man hat jetzt nach einer kleinen Unsicherheit, die man plötzlich auch in der Defensive hatte, wieder zu alter Ekligkeit gefunden und fährt diesen Stiefel, den man ganz am Anfang nach dem Bundesliga-Aufstieg gefahren hat, mit hinten sicher stehen, super sicher stehen, wahnsinnig mannschaftlich geschlossen spielen und dann mit schnellen, langen Bällen nach vorne und da relativ effizient sein. Also 0-0 könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten gewinnt Union, sorry. Ja, Nick, wie siehst du es? Was rechtest du dir aus gegen Union? Ja, also die Ekligkeit, da bin ich absolut beim Ilja.
Und er ist ja hier unser Union-Experte. Was soll ich da noch groß dagegen sagen? natürlich hoffe ich, dass wir was holen. Aber das ist einfach eine ganz, ganz fiese Truppe. Die Jungs aus Köpenick, die spielen halt einfach einen Fußball, der sehr, sehr schwierig ist für dich als Gegner. Die haben mit Geraldo Becker und Avoni da vorne so zwei Kanten, die nicht nur fußballerisch top sind, sondern halt auch mit so einer Körperlichkeit spielen, wo ich dann halt immer denke, da wird auf jeden Fall auf Atakan Karasor, wenn er spielen sollte, sehr viel Arbeit zukommen. Mhm. Also da kann er sich schon mal auf was gefasst machen. Und die haben halt auch trotz ihrer kleinen Schwächephase, die sie ja jetzt hatten, natürlich auch ein bisschen dem Abgang von Max Kruse geschuldet, der da, glaube ich, auch im Kollektiv eine wichtige Rolle gespielt hat. Die haben halt schon auch viele Erfahrungen in ihrem Kader, viele abgezockte Jungs, ein Timo Baumgartel, den man ja mittlerweile auch dazu zählen kann, der sich da, was ich jetzt so gesehen habe, sehr gut entwickelt hat, da auch mittlerweile Stamm spielt. Genki Haraguchi, das sind alles Jungs, die haben schon teilweise auch schon eine dreistellige Anzahl an Bundesligaspielen. Rani Khedira, ja, ganz, ganz bitter. Also das ist so eine eklige Truppe. Und die machen vor allem, was ich so bewundernswert finde bei den Offensiv, was ich mir für Gladbach manchmal wünschen würde, die haben halt ihren einen Stiefel, also mit Max Kruse zwischendurch hatten sie auch mal einen anderen Stiefel, aber vor allem haben sie diesen einen Stiefel und die machen den, die machen einen Versuch nach dem anderen, diesen Stiefel zu spielen und lassen sich halt 0,0 davon entmutigen, dass es halt 17 Mal nicht klappt, wo du dann bei Gladbach sofort siehst, wie die Köpfe hängen und das Publikum wird unruhig und so. Die machen das einfach weiter und irgendwann in der 63. Minute, bam, 1-0. Ja, ja. Die ziehen halt straight ihr Ding durch und spielen halt einen sehr pragmatischen Fußball, aber damit kommen sie halt durch. Die wissen genau, was sie können, was sie nicht können. Und ja, mit Urs Fischer haben sie halt auch einen richtig guten Trainer, meiner Meinung nach. Der passt einfach dahin. Dazu dann noch dieses Stadion. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, dort zu sein, im Gästeblock. War nicht ganz so geil, aber ja, Lennart erinnert sich auch. Ja, ja. Legendäres Spiel aus Union-Sicht sicherlich. Das ist einfach, wenn du allein schon in dieses Stadion reinkommst, das ist ja nicht zu vergleichen mit diesem Baumarkt in Mainz oder auch diesen neuen Arenen, die da in Augsburg oder sonst wo stehen. Das ist ja wirklich noch, ja, so ein bisschen, ja, jetzt wird mich wahrscheinlich die VfB-Bubble danach skalpieren, aber das ist schon auch ein Stück weit noch so ein bisschen Fußballromantik, was man da hat. Das ist einfach so. Da hast du halt einfach eine Stimmung, die du sonst vielleicht nicht überall hast im Profifußball in Deutschland. Ja, auf jeden Fall wird schwierig. Ja. Mit einem Punkt wäre ich zufrieden. Ja, ich denke auch. Also, das Problem ist halt echt, dass du halt gegen Union, da kommst du halt nicht so leicht zu eigenen Toren. Und gleichzeitig sind wir aber hinten nicht so stabil. Also wir haben schon wieder diese Saison viel zu viele Gegentore kassiert. Wir werden auch gegen Union nicht zu Null spielen, fürchte ich. Jonas, du wolltest, glaube ich, noch was. Ja, ich muss nur mal kurz zwei Sachen sagen. Also diese Effizienz von Union. Also ich habe mir da dieses Spiel, das sie 3-1 gegen Mainz gewonnen haben, nochmal in der Zusammenfassung angeschaut. Und so wie ich es jetzt raushören konnte, war eigentlich Mainz, also ich glaube in der 56. Minute hat dann Union 2-0 gemacht. Das waren auch die einzigen beiden Torschüsse. Und man hätte sich auch nicht beschweren können, wenn es dann zu dem Zeitpunkt auch 0-0 gestanden hätte. Aber ich glaube, das ist genau auch unser Problem, was wir gegen Gladbach gesehen haben. Wir haben zwei Torschüsse zugelassen, zweimal ein Tor kassiert. Ich glaube, gegen Union wird es dann schwer, vor allem auswärts gegen Union, da nochmal zurückzukommen. Aber also hätten wir da zu Hause gespielt, hätte ich mir da durchaus größere Chancen ausgerechnet. Aber Alles in allem eine sehr ungünstige Kombination, glaube ich, für fast jeden Gegner in der Bundesliga. Die Bayern jetzt mal ausgenommen, aber das ist, glaube ich, für jeden Gegner schwer, dort zu bestehen. Ja. Ich glaube auch nur, Dortmund und Bayern hat bisher in Berlin gewonnen. Ja, das ist möglich. Das ist durchaus möglich, ja. Meine Hoffnung liegt ja einfach darauf, dass Freddy Bobic weiter einen Teil von Korkut festhält. Wie wir wissen, ja, durchaus ein Fehler sein kann und dass es nächste Woche dann gegen die Borussia geht, die natürlich die Scharte auswetzen will, die dieses Spiel vorgestern geschlagen hat. Arne Friedrich übrigens heute auch zurückgetreten, mit sofortiger Wirkung. Ja. Hab's gesehen, ich bin mal gespannt. Also ich traue dem Braten noch nicht ganz, aber zumindest der Relegationsplatz wird für mich eine immer realistischere Option, aber wir müssen halt auch unsere Punkte holen, hilft alles nicht so. Ich glaube, Augsburg und Bielefeld, das müssen 6 Punkte sein.
Also, liebe Grüße an Herr Schwitzki an dieser Stelle, den allseits bekannten Hertha-Blogger und Podcaster. Ja. Gut, wir schauen nochmal kurz auf unsere letzte Red, das ist erfreulich klein. Sanko, Natai, Maya, Silas, das sind die einzigen, die fehlen. Ansonsten sind, soweit ich weiß, alle fit und ja, so hat es ja auch gesehen, wenn wir dann mal die volle Kapelle haben, ist das ganz schön. Bevor wir noch ein paar andere Themen rund um den Fußball kurz ansprechen, noch ein zweiter Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch einfach eine Rezension da lassen und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn ihr uns da eine Rezension da lasst, dann lesen wir die hier auch vor. Ansonsten könnt ihr uns auch bei Spotify neuerdings bewerten und es hilft einfach, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr so ganz analog unterwegs seid, dann sagt doch gerne am Samstag in der Alten Försterei im Gästeblog den Leuten, dass es uns gibt. Erzählt denen, was ein Podcast ist, wie man den runterlädt, falls das heutzutage noch notwendig ist. Und genau, macht ein bisschen Werbung für uns. Und jetzt blicken wir noch ganz kurz auf ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Zunächst mal unsere Nachwuchsmannschaften. Die zweite Mannschaft hat 0-0 gespielt beim Balinger SC mit Fagir und eben TBD. VfB ist weiter in akuter Abstiegsgefahr. Die sind jetzt 14. von 19 mit 28 Punkten, 2 Punkte vor dem ersten festen Abstiegsplatz. Und am nächsten Freitag geht es wieder gegen Balingen, aber nicht gegen den Balinger SC mit H, sondern die TSG Balingen ohne H. Die U19 hat nach dem Derby gegen den KSC auch das Spiel bei Astoria Waldorf mit 0-3 verloren, ist aber weiter Tabellenführer, aber nur noch einen Punkt vor Augsburg. Und die spielen jetzt am kommenden Sonntag im Pokalhalbfinale bei den Bayern. Da haben sie in der Liga recht deutlich gewonnen. Und dann am 2. April geht es dann gegen den Tabellen-12. aus Ingolstadt. Und danach sind es auch nur noch 3 Spiele. Das heißt also, die U19 sollte langsam mal wieder mit Gewinnen anfangen, wenn das mit der Endrunde noch was werden soll. Bei der U17 ist das ein bisschen entspannter. Die hat auch das Spiel gegen Nürnberg gewonnen, 2-1. Elliot Bujupi und Duka Raimund, der eine mit dem 4. Saisontreffer, der andere mit dem 8. Saisontreffer schon. Und der VfB hat 41 Punkte, ist Tabellenführer, 2 Punkte vor Unterhaching. Das ist noch ungeschlagen in dieser Saison. Und die spielen am Sonntag dann ebenfalls gegen die Bayern. Und danach sind es noch 4 Spiele in der U17-Bundesliga. Unsere zukünftigen Frauen spielen am Sonntag, gehen die in die Rückrunde der Regionalliga Südwest um 14.30 Uhr gegen Hegnach. Und ja, jetzt unsere Leihspieler, das ist überschaubar, deren Einsätze. Aidonis beim 1-2 in Bremen von Dynamo nicht im Kader. Dynamo ist mittlerweile mit 26 Punkten in der zweiten Liga auf den Relegationsplatz abgerutscht. Darko Scholinov hat beim 3-4 gegen Rostock durchgespielt. Im Nachgang wurde dann Trainer Dimitrios Kramotzes entlassen. Und wen hat Schalke natürlich als Interimstrainer geholt? Dreimal dürft ihr raten, Mike Büskens. Wen auch sonst. Ne? Also ich habe nur noch erwartet, dass Hüb Stevens nochmal den Co-Trainer macht. Schalke ist es auch mit 41 Punkten Sechster in der zweiten Liga. Also die haben ein bisschen Boden verloren im Aufstiegsrennen. Philipp Klement ist immer noch verletzt und konnte deswegen nicht beim 4-3 der Paderborner in Kiel mitwirken. Paderborn ist es mit 36 Punkten Achter. Alu Kuol, ich frage mich mittlerweile, was die Laie bezwecken sollte, weil beim 3-1 gegen Hannover von Sandhausen war er wieder nicht im Kader. Sandhausen rettet sich aber damit ein bisschen weiter hoch in die Tabelle mit 29 Punkten, sind jetzt 14. Pablo Maffeo wurde beim Nachholspiel gegen San Sebastian ausgewechselt mit 79 Minuten und beim 3-4 gegen Celta Vigo hat er durchgespielt. Mallorca ist mit 26 Punkten 16. in der Liga. Avucha war nicht im Kader beim 1-0 der WSG Tirol beim TSV Hartberg und die WSG Tirol ist das mit 23 Punkten 9. von 12 und in Österreich ist jetzt der Grunddurchgang beendet. Das ist also ein Thema Playoffs und so. Die haben das schon eingeführt. Es gibt eine Meisterrunde und eine Abstiegsrunde und die WSG Tirol spielt jetzt in der Abstiegsrunde mit halbierten Punkten weiter gegen den Abstieg. Bei Martin Magditzer und dem FC St. Gallen läuft es wesentlich besser. Und dann sind wir auch gleich mit der VfB Lone Army durch. 2-2 gegen den FC Basel, da hat er durchgespielt. Und 1-1 gegen den FC Sion, da war 90 Minuten auf der Bank. Und der FC St. Gallen ist mit 31 Punkten 6. von 10. Momo Sissé ist aus dem polnischen Pokal, dem Pucha Polski, rausgeflogen. 3-5 im Elfmeterschießen bei Viertligist Olympia Kruciat. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Wurde zur Pause eingewechselt für den Ex-VfB-Spieler Jan Kliment, gelbe Karte kassiert und 3 Minuten später hat er den Ausgleich gemacht, aber es hat nichts geholfen. Und dann haben die noch im 24. Spieltag der Extraklasse bei Lechia Danzig gespielt, 1-1, da waren die im Kader und die sind auf dem ersten Abstiegsplatz in Polen. So, noch 3 kurze Punkte. Zum einen gibt es im Rasenfunk einen Schwerpunkt zum VfB mit Sebastian vom Vertikalpass, da gerne mal reinhören.
reinhören. Yannick, Thomas Castanaras hat endlich seinen Vertrag verlängert, in dem waren ja auch Köln und Hertha dran, einen Vertrag bis 2025. Ich finde es ein bisschen überraschend kurz für einen ersten Profivertrag mit einem 19-Jährigen. Wie geht's dir? Ich glaube, das ist auch ein bisschen den aktuellen Zeiten geschuldet. Wegen Corona ist natürlich vielleicht auch, oder ist beim VfB natürlich auch nicht allzu viel Geld da. Man weiß natürlich auch nicht, welche unseriösen Angebote der Junge noch so bekommen hat. Stichwort Hertha. Mhm. Da wäre vielleicht finanziell ein bisschen mehr drin gewesen, ohne jetzt natürlich die Hertha als unseriös darzustellen. Wir wissen selber, wie das da teilweise auch läuft, gerade bei so jungen, talentierten Spielern. Prinzipiell finde ich es gut. Ist natürlich auch wieder so eine romantische Geschichte. Stuttgarter Junge hat in Untertürkheim mit dem Kicken angefangen und ist seit da, glaube ich, 10 Jahre alt, ist dann in der Jugend des VfB unterwegs gewesen, hat genau diesen Weg gemacht, den sich so viele Fans wünschen. Und auch im Hinblick dessen, dass uns wahrscheinlich Sascha Kalajdzic verlassen wird nach dieser Saison, da war ja die Woche auch eine Meldung im Kicker zu lesen, dass da einige namhafte Vereine wohl auch an ihm dran sind, trotz Verletzungen. Ist es vielleicht auch nicht schlecht. Wir wissen natürlich auch nicht, was es für Optionen gibt, auch im Hinblick dessen, dass wir ja auch noch absteigen könnten, ob es da gewisse Verlängerungsmöglichkeiten auch gibt in den Verträgen oder hinterlegt sind. Das wissen wir ja alle, diese Verträge heutzutage, da gibt es so viele Optionen, so viele Klauseln, so viele Schlupflöcher. Von daher, ja, es ist eine kurze Laufzeit für so einen jungen Spieler, aber ein Stück weit dann auch dieser Weg, den wir uns doch alle, die es mit dem VfB auch halten, wünschen. Und sicherlich auch für Leute, die außerhalb des VfB unterwegs sind, sicherlich auch eine schöne Geschichte. Ist immer toll, wenn ein Junge, egal aus welcher Jugend er kommt, dann wirklich auch bei seinem Verein dann letztendlich den ersten Karriereschritt machen kann. Und er hat sich's ja auch verdient, muss man ja auch mal dazu sagen. Also über 20 Tore in der A-Junioren-Bundesliga. 14 Spielen wohlgemerkt. U21 Nationalspieler für Griechenland, darf man an der Stelle sicherlich auch mal erwähnen. Ja. Einfach eine schöne Geschichte und da darf man gespannt sein, wie sich der Junge dann letztendlich entwickelt, ob er vielleicht auch noch in dieser Saison zum Einsatz kommt. Hat ja auch schon ein paar Mal mittrainiert. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wie die U19 abschneidet. Wenn die nicht in die Endrunde kommen, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Richtig, davon wird es abhängig sein und ich denke auch auf den noch restlichen Saisonverlauf, weil so einen Jungen dann in den letzten Spielen, wo es dann nochmal um alles geht, gleich reinzuschmeißen, ich weiß nicht, ob das auch so eine gute Idee ist. Nee, das passt schon, das ist ein Versprechen für die Zukunft und können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Ja, auf jeden Fall. Letztes Thema wurde heute bekannt, hat der VfB heute bekannt gegeben, dass der Umbau der Haupttribüne, der ja schon angekündigt wurde für die EM24, die beginnt in der Sommerpause. Was neu ist, soll ab nächsten Sommer, also 2023, knapp 2000 weitere Stehplätze in der Cannstatter Kurve geben. Das hat irgendwie mit den Umbauarbeiten an der Haupttribüne zu tun. Und ansonsten gibt es einen eigenen Bereich für Rollifahrer, was ja bisher auch fehlte in der Kurve, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zumindestens war es nicht so ausgebaut, wie es hätte sein können. Und ansonsten gibt es ganz viele kleine Verbesserungen in der Küche, in Beleuchtung, alles. Die Kabinen werden neu gemacht in der Kurve. Aber gut, davon werden wir nicht so viel mitbekommen. Aber 2000 weitere Stehplätze nächstes Jahr, das ist ja schon mal ganz nice. Gut, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ich danke erstmal ganz herzlich unseren Gästen für ihre Teilnahme. Das ist einerseits Ilja bei Twitter zu finden unter @ibenisch. Und Ilja, du hast jetzt nochmal die Gelegenheit, auf deine weiteren Projekte für deine weiteren Projekte Werbung zu machen, die du machst, wenn du nicht bei uns im Podcast bist. Ehrlich gesagt ist das nicht so viel. Ich bin ja, wie gesagt, Papa geworden und dieses Jahr ist dann irgendwann Elternzeit und bis dahin habe ich auch nicht so viel Lust zu arbeiten, weil man kriegt ja so einen Sohn jetzt auch nicht so oft wahrscheinlich, hoffentlich, mal gucken. deswegen, aber worauf ich hinweisen kann, weil ihr das vorhin auch erwähnt habt und ihr da auch zu Gast seid, ab und zu, ich moderiere hin und wieder beim Sportradio in Leipzig. Das macht großen Bock und der Sender macht nur Sport, nicht nur Fußball, aber auch, und ich finde, das ist ein gutes Produkt. Das kann man auch einschalten, wenn ich nicht moderiere. Ich mache das eh nicht so oft, deswegen, wer die Stimme nicht ertragen kann, keine Sorge, so oft bin ich ja nicht zu hören. Aber der Sender lohnt sich. Auf jeden Fall. Da waren Yannick und ich ja schon auch mal diverse Male zu Gast. Das, hört euch das auf jeden Fall mal an. Die Leute da machen gute Arbeit. Und unser zweiter Gast ist der Jonas und auch bei dem bedanke ich mich ganz herzlich für seine Teilnahme und auch du darfst nochmal Werbung machen für deinen Twitter-Account oder für andere Sachen, die du im
so machst, wenn du Werbung machen willst. Ich würde mich einfach nur ganz gerne bedanken, dass ich jetzt hier dabei sein konnte. Einfach mal ein bisschen über den VfB quatschen. Ja, auf Twitter, ich bin da noch gar nicht so lange. Ich habe es mir eigentlich nur geholt, um da einfach ein bisschen schneller an Infos ranzukommen, was den VfB betrifft. Und ja, war ein toller Podcast auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht. Ja, besser ist das. Dieses Twitter ist die Hölle. Absolut. Meine Frau hasst mich auf Twitter, weil ich da so ein Agro-Typ bin und ich bin das eigentlich gar nicht. Aber irgendwie macht Twitter das mit einem. Ja. Ich habe das auch schon mal gelöscht, dann habe ich alle Follower verloren, jetzt habe ich irgendwie nur so wenige und es ist alles so ganz schlimm. Twitter ist die Hölle. Aber ist auch wahnsinnig lustig. Das stimmt. Ja, so ein bisschen wie der Fußballfan sein. Ne? Das ist eigentlich die Hölle, aber zwischendurch macht es noch Spaß. Also zwischendurch dachte ich auch bei dem Spiel, ey, scheiße, warum ist das eigentlich alles so wichtig? Und dann nach 84 Minuten weißt du es wieder. Gut, bevor wir jetzt da abdriften, vielen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Union. Da prognostiziere ich jetzt mal gar nichts. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Servus, ciao.